Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plänkurser. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. So, ich habe eine kleine Planänderung und zwar habe ich mir Gedanken gemacht und meine Gedanken zuerst waren scheiße und meine zweiten Gedanken sind jetzt richtig gut. Und zwar wollte ich ja eigentlich noch ein Stockwerk hier hinziehen und dann fiel mir auf, oh scheiße, wie siehst du ja dann gar nicht mehr die Glocken. Weil wenn du jetzt hier durchfährst, guckst du auf eine Decke. Wenn du hier stehst, guckst du auf eine Decke. Wenn du hier oben irgendwie irgendwann mal per Hubschrauber hier drüber fliegst, siehst du Glocken. Also bringt mir das nicht viel. Das heißt, wir können hier gar kein Stockwerk mehr hinziehen. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, die Glocken alle etwas runtersenken, dieses Stockwerk hier lassen, würde mir dann tatsächlich hier so ein Treppenhaus bauen. Hier, wir haben ja hier genug freie Fläche und dann würde ich hier so eine Art Treppenhaus machen, wo dann die Leiter hinkommen und alles. Das heißt, ich würde dann auch gegebenenfalls dieses Stockwerk da wegmachen, weil das wäre dann echt überflüssig, weil du fährst durch zwei Stockwerke. Ich meine, es sieht zwar nicht schlecht aus, ne? Aber sind wir mal ehrlich, wir können es besser. Ich glaube, wir können das wirklich besser mittlerweile. Und das heißt, ich werde mir jetzt hier erstmal so ein Treppenhaus bauen und zwar ungefähr mit diesen Platten natürlich. Ungefähr, weißt du, ungefähr mit diesen Platten. Den einzigen Gedanken, den ich noch nicht hatte oder beziehungsweise wo ich mir keine Gedanken darüber gemacht habe, ist, von welcher Seite wir anfangen. Jetzt frage ich, welche Seite wir anfangen. Ja, ganz einfach. Und zwar muss ich jetzt mal wieder auf Play drücken. Von der Seite fange ich an. Der zweite ist, mit dem Treppenaufstieg. Ne, wenn ich jetzt, sagen wir mal, die Treppe so hoch gehen lasse, so, sieht man das? Ja, so, dann muss ich ja hier wieder hoch, dann hier. Oder gehe ich jetzt andersrum? Aber dann würdest du an der Wand anfangen. Das wäre blöd. Aber andersrum, in der zweiten Etage, würdest du auch in der Wand anfangen. Ich glaube, wir fangen an der Wand an. Nicht an der Wand, an der Wand. Weiß ich noch nicht. Gucken. Schauen wir mal. Warte. Jetzt muss ich aber erstmal kurz wieder meine Treppe nehmen. Und zwar, die setzen wir jetzt hier hin. Genau. Dann müssen wir die ein bisschen steiler setzen, weil sonst habe ich nämlich hier keinen Aufgang. Warte, und zwar so. Ach so, scheiße. Jetzt sind die sommerlichen Temperaturen draußen. Die machen mich so ein bisschen mürbe. Ich habe mal eine Frage. Wird die schmaler unten? Muss das so? Die wird schmaler unten, ne? Warte mal, Winkelausrichtung muss ich jetzt erstmal wieder aktivieren. Aber die wird echt schmaler, ne? Ja klar wird die schmaler. Die Treppenstufen wurden gerade auch schmaler. Warum wurden denn... Ich hab die falsch remontiert. Ich hab... Ach ey. Ja gut, mit High Heels kommst du hier gut hoch, ne? Kannst deine High Heels da schon reinklemmen und dann kannst du hier weiterklettern. Oh Mann. Jetzt muss er auch noch auf die Stufenanordnung achten. Okay, alles klar. Kein Problem. Kriegen wir alles im Griff. So, das heißt, genau, wir fangen jetzt so an, ist am besten. Ganz einfach, weil du dann auf die Treppe zufährst. Ja. Du fährst auf die Treppe zu und zweitens, weiß ich noch nicht, zweitens weiß ich noch nicht, aber das ist auf jeden Fall cleverer. So, dann fangen wir nämlich hier an, würde ich sagen. Yep. Ja, guck mal, sieht doch schon aus wie ein Treppenhaus, oder? 1A Treppenhaus, würde ich sagen. So, dann setzen wir das hier gegen. Eventuell, muss ich mal gucken, ob wir eventuell zwei breit gehen. Oder ob jetzt eine Breite reicht, muss ich mal gucken, von den Kästchen hier. Ja, Mal schauen. So würde ich das dann setzen. Dann setzen wir das nämlich auch noch ein bisschen hier hin. Alter, ich bin so am Schwitzen. Ne? Ich bin echt so am Schwitzen. So. Ja, sieht schon mal gut aus. So habe ich mir das vorgestellt. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich zwei breit gehe. Ich denke mal. Dann kann der Pastor auch mal ein bisschen mehr essen als nur... Kekse und Wein. Dann kann er auch mal ein Schnitzel essen. So, machen wir einfach so hier. Guck mal. Ah, oh, ist das ein Traum, oder? Ist ein Traum. Aber wieso ist mir das denn mit den Stufen nicht aufgefallen? Stufe löst, würde ich sagen.
Ja, sieht gut aus. So, pass auf. Obwohl, wir können gar nicht zwei breit gehen. Wir können nicht zwei breit gehen, weil ich muss ja... Pass auf, zeige ich dir warum. Kann ich dir mal ganz kurz zeigen. Ich habe hier eine Unordnung, ey. Das sieht aus wie, ich weiß nicht, wie bei Mediamarkt mittlerweile. Sind auch einige Sachen mittlerweile gekommen. Pass auf. Und zwar würde das dann über die Bahn lappen. Genau. Und das möchte ich nicht. Das möchte ich einfach nicht. Das heißt, wir können nur eins breit gehen. Ah, ist auch kein Problem. So, pass auf. Dann verschieben wir hier alles. Können wir ja alles schön markieren. Pass auf. So, dann ziehen wir das einmal Richtung Band. Machen wir so. Ja, sehr schön, oder? Bestes Treppenhaus ever. Bestes Treppenhaus. So, und pass auf. Jetzt hoffe ich, dass das klappt, so wie ich mir das gerade vorstelle. Kann ich nämlich... Zip. Machen wir so. Dann drehen wir das Ganze einmal. Ich hoffe, dass das klappt gerade. Ja, sieht schon mal super aus. Dann ziehen wir das noch ein bisschen nach außen. Bin gerade Fan. Aber wir müssen ein bisschen nach hier gehen. Fuck, damit habe ich gar nicht gerechnet. Pass auf, ich habe, und zwar, jetzt habe ich folgenden Gedankenfehler. Erstens wollte ich das halt so wie so ein Schlängeltreppenhaus machen, ne? Diesen alten Schlängel. Aber jetzt sehe ich gerade, ich müsste ja theoretisch hier noch eine Leine ziehen mit Holz. Ja, müsste ich machen. Und der zweite, ich kann jetzt gar nicht an die Wand gehen, da müsste ich theoretisch auch nochmal eine Leine ziehen. Alter, warum habe ich das denn nicht überlegt? Aber andersrum, wir sind fast in der Höhe von dem Glockenturm, wo ich ungefähr hin möchte. Das heißt, ich könnte theoretisch hier hingehen. Genau. So ungefähr hier. Ja, sehr schön. Doch, so könnte ich das machen. Dann wäre das Treppenhaus hier, also ist ja eigentlich nur ein Treppenhaus. Eine One-Treppen-House-Show. Weil der Übergang wäre ja jetzt da. Ist ja, ne? Verkackte Fliegen hier, ey. So, pass auf. Ich versuche das mal in eine Höhe zu bringen. Ich hoffe, dass das klappt. Zip. Zip. Sonst kopiere ich mir einfach hier das Ding. Ich gucke erstmal. Mal schauen. So. Sieht gut aus, ne? Das habe ich drauf. Das habe ich drauf. Ja. So. Jetzt haben wir das schon mal. Aha. Jetzt können wir nämlich die hier entfernen. Ja, ich könnte die theoretisch auch alle markieren und auf die Höhe bringen, aber ich glaube nicht, dass ich ein zweites Mal so viel Glück habe, dass das auf... Hoppala. Dass das auf eine Höhe passt. So, die Leiter kann weg. Das Ding kann weg. Ja. Aha. Yep. So. Und wenn ich jetzt diese Etage da auch lösche, dann habe ich natürlich den Vorteil, dass ich dieses Gekrissel hier nicht habe. Die Illuminatis haben da irgendwas verewigt. Hört da nicht hin. So. Warte. So, alles gelöscht. Fertig. So. Ja, sieht schon mal gut aus. Sieht schon mal besser aus. Gefällt mir auf jeden Fall besser. Die Glocken werde ich dann nachher ein bisschen runterhängen. Klaro. Und dann... Ja. Okay. Warte. Dann setze ich das dahin. Genau.
Theoretisch kann ich mir auch die beiden hier hinziehen. So. Das nennt man produktives Arbeiten. Kannte ich früher nicht. Die Mehrfachselektierung kannte ich früher nicht. Weil ich habe das früher, in den früheren Folgen habe ich das nie hinbekommen. Und jetzt mittlerweile läuft es. Es läuft. So. Ja, da kann ich sogar unter die Bahn gehen. Wie geil ist das denn? Das ist fett. Das ist fett. Das ist saugut. Okay. Dann noch besser. Das heißt, ich muss wahrscheinlich nur bei einem einen Durchbruch machen. Okay. So. Ja, die mache ich weg. Die Etage. Gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, das... Ich meine, so sah alles gut aus, aber dieses Gekrissel hier, das hat mir irgendwie nicht gefallen. Und deswegen bin ich auch froh, dass das jetzt weg ist. So, kommt das einmal weg. Da haben wir noch was. Der Sound dabei, klick, klick, klick. So. Oh, da haben wir noch mehr. So. Das Holz wird ja nicht einfach nur entfernt, das wird eingelagert für die späteren Bauvorhaben. Ne? Also das ist Mehrzweckholz. So, dann kopieren wir uns das einfach mal. Yep. Die auch mal weg. Ich weiß, ich habe die gerade erst dahingesetzt, aber jetzt machen wir das alles einheitlich hier. So. Alter, ich habe doch Steuerung X gedrückt. Ah, ne, Steuerung C. Ah! So. Da ist die Fliege. Sieht man die Fliege eigentlich? Ne, ne? Ich nenne die jetzt Hugo. Also, wenn irgendwann mal Hugo stirbt, werde ich ihr ein Denkmal hier setzen. So. Ich mache gleich ohne Mist Feuerbestattung hier. Ich werde gleich echt ohne Mist, die nervt gerade tierisch. Hugo, ey. So. Und dann, weißt du, pass auf. Du bist hier was Kniffliges am Bauen. Ne? Folgende Situation. Du bist hier was Kniffliges am Bauen. Dann ist es brüllend warm draußen, ungefähr, ich will nicht lügen, also mindestens 42 Grad, 43 Grad im Schatten, zeigt der Thermometer an. Und dann hast du Hugo, die dich permanent hier mit auf den Arm setzt und dir sagt, du musst anders bauen, du musst anders bauen. Das nervt. Ich könnte das besser. Hugo. So. Achso, die Querstreben will ich ja auch noch machen, ne? Oh, ich habe noch einiges vor hier im Glockenturm. Ich glaube, das wird wieder so ein etwas längeres Projekt wie bei der Kirche. Obwohl, nee. Nee. Oder? Sag niemals nie, aber ich glaube nicht, dass das so aufwendig wird wie in der Kirche. Mhm. Hoffe ich nicht. Hey, ohne Mist, der WoD-Ride, der wartet echt. Der steht so in den Startlöchern, der sagt, ja, ich will anfangen. Hallo, fang mit mir an. Ja. Kommt bald. Junge. So. Die muss ich auch noch auseinanderziehen. Na gut. Mhm.
Warte. Dann kann das weg. Wird hier dann eine eckige Öffnung lassen. In der Tat. Ich glaube, das reicht nicht von der Höhe, ne? Also haben wir doch einen zerfallenen Glockenturm. Cool. Black Pearl hat ein technisches Problem. Apropos Black Pearl. Achso. Ich glaube, dass ich Black Pearl demnächst überarbeiten werde. Also nicht komplett, sondern ich habe mir da schon wieder ein paar Gedanken gemacht. Aber alles nach dem WoD-Ride. Ich habe so viel vor. Ich habe so viel vor. Und so wenig Zeit. Ja, ich könnte jetzt hier mit der Ecke wieder arbeiten, aber dann hätte ich wieder dieses Gekrissel. Muss ich mal gucken. Muss ich einfach mal schauen. Oder ob ich mir dann die Kanten irgendwie, weiß nicht, ohne Winkelausrichtung dann halt so drehe, dass das aussieht wie gewollt. Weiß ich noch nicht. Ich denke mal, aber das werde ich dann eben in einer Timelapse machen. Das mit dem Boden, weil das wird sehr zeitaufwendig. So, diese Knolls hier, ne, zum Beispiel. Die könnte man sehr gut hier in die Mitte setzen. Den könnte man zum Beispiel auch umdrehen. Und dann natürlich aus dem Boden wieder rausholen. So. Die Uhr. Entschuldigung. Die Uhr. Da wüsste ich auch was für. Hier kommt auf jeden Fall überall noch so Querstreben hin und Längsstreben und horizontale und vertikale Streben. Das kommt auf jeden Fall. Ja. Okay. Pass auf, dann machen wir das hier so. So. Irgendwie fehlt mir hier was, ne? Irgendwie fehlt mir da was. Warte mal. Hier würde ich jetzt nicht komplett zumachen, weil dann siehst du ja das Treppenhaus nicht mehr. Ich glaube, das würde ich da ein bisschen anders machen. Also hier würde ich ein bisschen anders arbeiten. Hier würde ich dann, weiß nicht, irgendwie so ein paar Bretter hinsetzen, die vielleicht so ein bisschen kaputt aussehen, dass das aussieht, als wenn das ja, so ein zerfallener als so ein Snowfire, ein technisches Problem, so ein zerfallenes Treppenhaus wäre, ne, was in die Jahre gekommen ist. Ich glaube, so würde ich das machen. Ja. So würde ich das doch tatsächlich machen. Das Treppenhaus sieht irgendwie cool aus. Hier dann noch so Bretter vor. Ja, warte mal. Da haben wir doch bestimmt was, ne? Warte mal. Bretter. Bretter. Ich weiß, wo wir hier welche Bretter haben. Und zwar hier. Wie hießen die Dinger? Entschuldigung. Holzplanke. Okay. Holz. Planke. Yep, das sind die. Sehr schön. So, da haben wir nämlich sogar 2 und 4 Meter. Das ist ja noch besser. Dann könnte man nämlich hier... Natürlich passt das nicht von der Breite her. Fuck. Aber hier passt das, oder? Ja, perfekt. Also hier passt das. Das heißt, wir müssten... theoretisch uns noch so ein drittes Standbein schaffen. Ja, sieht doch super aus.
Geht sogar oben nicht durch. An der Seite fehlt mir halt noch der ganze Spalt. Vielleicht hätte ich da mal vorher drauf achten sollen. Oh Mann. So. So, Screaminator wurde repariert, das ist gut. So. Ach scheiße, jetzt habe ich das eine nicht markiert, egal. Dieses kleine Fisselchen da wieder. So, dann ziehen wir das einfach mal hoch. Wupp. So, Holzplanke. Mhm. Das sieht schon mal gut aus. Dann können wir nämlich hier theoretisch... Ich weiß nicht, was hat mit den 2 Meter? Nee, passt nicht. Passt hier auch nicht. Okay, dann brauchen wir doch die 4 Meter. Ja, ich würde das aber so machen. So, dann weiß ich nicht, irgendwie... So beispielsweise. Ja, so würde ich das dann tatsächlich machen. Die Uhr. Theoretisch könnte man die Uhr... Pass auf, ich habe jetzt gerade voll die geile Idee. Warte mal. Seil. Kommt da noch was hier? Seilspule, Seil... Okay. 4 Meter. Voll das geile Idee. Voll das geile Idee. Pass auf, voll die geile Idee. Und zwar... wie hieß das Ding nochmal? Flaschenzug oder so, ne? Warte mal. Dekor. Da gab es doch irgendwie so einen Flaschenzug. Da könnte man doch was mitmachen. Warte. Da habe ich voll die geile Idee gerade. Da ist er. Flaschenzug. Okay, welchen brauchen wir? Ja. Wäre natürlich besser, ne? Und da dann das Seil dran, dass der Glockenturm gerade im Aufbau ist. Ja. Warte mal. Warte mal. Das machen wir mal kurz. So. So beispielsweise. Dann kommt hier der Flaschenzug dran. Ich mach den jetzt erstmal so dran. Ist provisorisch alles, ne? So, dann gehen wir auf Seil. Ja, 4 Meter. Setzen das hier dran. Ich hoffe, das passt von der Dicke her. Nee, passt nicht. Also kann ich auch den anderen Seilzug nehmen. Pass auf. Nehmen wir das mit dem Haken. Genau. So. Ich könnte natürlich auch mit der Umlenkrolle arbeiten. Ich muss mal gucken. Warte mal. Dann gehen wir auf Szenerie. Da haben wir Seil schon eingegeben. Kommt da was? Also.
Ja, so, so wollte ich das haben. So ist perfekt. Guck mal hier. So. Warte mal, wie groß ist denn die Uhr? Moment. Moment. Also ich würde die dann halt beispielsweise später noch tiefer setzen. Das ist jetzt erstmal so eine Anpassung, um zu gucken, ob das auch aussieht. Aber es sieht aus. Sieht aus. Könnte man jetzt beispielsweise so machen. Aber wir machen natürlich noch Haken dran. Wo war nochmal der Haken? Ich suche den jedes Mal, diesen verdammten Haken. Gab's so einen Haken? Da ist er doch. Könnte man natürlich auch machen. So, einmal. Kommt noch was. Zweimal. So, jetzt markiere ich mir das alles. Okay, Winkelausrichtung ausschalten. Er ist mittig. So, guck mal hier. Wunderhübsch, oder? Ja, wunderhübsch. So, Winkelausrichtung aktivieren für das nächste Mal. So. Geil, oder? Also das Ding würde ich dann später ein bisschen runterziehen. Und dann, ja. Dann sieht das phänomenal aus. Der Glockenturm gerade im Aufbau. Ja, man hätte jetzt vielleicht die Uhr vielleicht noch um 180 Grad drehen können. Wegen der Fahrtrichtung. So. Machen wir. Klar. So. Dann ist man dann wieder mittig. Hier war auch mittig, ne? Ja. Okay. Ja, sieht doch super aus, oder? Dann könnte man nämlich hier noch überall diese zerfallenen Bodenplatten reinmachen. Ah ja, ich habe da schon einiges vor. Ich habe schon wieder einiges vor. Der hat schon wieder kommen. Also ist dieser Glockenturm gerade im Aufbau. Mhm.
Ich werde die wahrscheinlich später noch runterhängen oder woanders hinhängen. Das wird noch alles abgesenkt. Oben kommt noch so ein kleiner Dachstuhl hin. Es wird wieder ein Großprojekt. Ich sehe es schon kommen. Es wird ein Großprojekt. Aber wir sind auf der Zielgeraden von dieser Geisterbahn. Und ich würde sagen, da sollten wir jetzt auch nicht im letzten oder vorletzten Raum, eher gesagt, nachlassen. Das heißt, es wird wieder ein Großprojekt. Ja. Und dann müssen wir noch den Eingangsbereich machen. Der muss ja auch noch sensationell werden. Also, Release WoD Ride 2021 ungefähr. Die mal Daumen. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.